So, voilà, hier bin ich. Herzlich willkommen, Christian Lindner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Nein, ich danke Ihnen für Ihre außerordentliche Geduld. Bitte sehr um Entschuldigung. Die Tagesplanung hat sich heute aus vielen Gründen verschoben. Einige davon hängen auch mit Medien zusammen. So ist das. Das soll ja auch gleich unser Thema sein. Ganz kurz nur Intro zu den Studierenden, die sich hier vorfinden. Die sind alle im Alter von 1 live, die sind aber intellektuell auf dem Niveau von Deutschlandfunk, sodass sie also wissen, wie sie mit den Antworten umgehen können. Vereinbart mit Ihrem Büro ist, dass wir beide ungefähr 10, 15 Minuten machen und dass ich dann sozusagen vorausgewählte Fragen der Studierenden auswähle, die sie dann bitte mit circa 90 Sekunden maximal beantworten. Dann kriegen wir alle durch. Einverstanden? Hier ist ein straffes Regiment. Einverstanden. Ja, ich kenne das noch von Hans-Dietrich Genscher. Wenn man dem gesagt hat, 90 Sekunden, dann ging man mit 89 Sekunden nach Hause als Reporter. Absolut. Er hat auch keine Sekunde verschenkt. So ist das. Aber ich gehe davon aus, dass es in der Tradition der FDP-Parteivorsitzenden steht. Das stimmt. Aber Genscher hat noch eine zweite Weisheit gehabt. Ich erinnere mich, nach einem Radiointerview rief er mich einmal an und sagte, Herr Lindner, das war wunderbar, aber ich habe den Eindruck, Sie beantworten noch die Fragen. Herr Lindner, okay, also. Wir steigen ein. Lass mal keine Zeit verlieren. Krise ist die Sternstunde der Exekutive. Und da habe ich mich am Anfang des Lockdowns habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich Christian Lindner? Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich noch nie so geärgert haben, nicht mitzuregieren als in der ersten Phase der Corona-Pandemie. Wo waren Sie? Einverstanden war ich. Also in der ersten Phase der Pandemie gab es keinen Grund für Opposition, weil das kontrollierte Runterfahren des Landes war ohne eine sinnvolle, vorzugswürdige Alternative. Und insofern hat sich unsere Arbeit im Parlament auf Vorschläge in der Sache, aber innerhalb einer gemeinsamen gesamtstaatlichen Krisenstrategie hat sich das orientiert. Das hat sich späterhin verändert, als die Lage und die Erkenntnisse sich verändert haben. Geärgert darüber, nicht in der Regierung zu sein, habe ich mich schon lange, aber die Alternative in einer Regierung zu sein als fünftes Rad am Wagen einer eigentlichen schwarz-grünen Liebesheirat, das wäre nie so verheißungsvoll gewesen. Also diesen Satz wollte ich eigentlich in diesem Gespräch umschiffen, von wegen, was ist eigentlich aus Jamaika geworden? Aber war es denn so, dass die Bundesregierung Sie als einen wichtigen Vertreter der Oppositionsparteien an den Tisch gebeten hat oder sind Sie einfach nur informiert worden? Nein, wir sind an den Tisch gebeten worden und das war auch zwingend nötig, weil in der ersten Phase der Pandemie aufgrund der häuslichen Quarantäne auch von Mitgliedern von CDU, CSU und SPD die Regierung gar nicht über die Kanzlermehrheit verfügt hätte, um beispielsweise die Schuldenbremse aufzuheben. Also die brauchten uns sogar. Sie haben heute, das geht durch die Nachrichten, das wollen wir jetzt nicht inhaltlich von Ihnen nochmal abfragen, das können die Studierenden nachlesen, aber Sie haben ja heute eine andere Corona-Strategie gefordert. Das machen Sie natürlich jetzt am Freitag über die Medien, weil die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten jetzt Zeit haben, bis Montag nochmal drüber nachzudenken, ob Teile Ihrer Ideen da Berücksichtigung finden? Nein, tatsächlich haben wir diese alternative Strategie vom Krisenmanagement hin zum Risikomanagement schon Anfang November eingefordert. Da gab es auch entsprechende Stimmen aus der Fachöffentlichkeit. Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Virologen wie Herr Schmidt-Kanasit und andere. Dort hätte man das bereits einleiten können. Im Grunde ist es jetzt nur eine Verstärkung einmal gegebener Hinweise gewesen. Wie fühlt sich das an, wenn die Medien so ein bisschen das Interesse an einem verlieren? Das kann ich nicht so sehr feststellen. Im Gegenteil habe ich regelmäßig die Erfahrung eines Shitstorms. Da scheint die Relevanz noch hinreichend groß zu sein, dass man sich an meiner Partei oder auch mir als Person reibt. Aber Sie wollen doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass Ihre Währung die Größe des Shitstorms ist? Nein, aber es ist zumindest, wenn ich als Politikwissenschaftler sprechen darf, das ist ein Indikator für Relevanz. In der Politikwissenschaft messen wir die Relevanz eines Akteurs an der Art und Weise und der Intensität, wie mit ihm interagiert wird. Sprich, Tierschutzpartei, keine Interaktion mit anderen Akteuren. Ich beklage mich nicht.
Ja gut, jetzt würde ich die Tierschutzpartei auch eher bei der Schweinepest vorne sehen als die FDP. Wie findet man als Parteivorsitzender da zurück zu dem ursprünglichen Profil der FDP, beispielsweise Bürgerrechte? Ganz aktuell, ja, ganz aktuell liefern uns ja die Themen, liefert uns ja die Lage, die Gelegenheit, das Bürgerrechtsprofil nach vorne zu stellen. Bürgerrechte sind ja bei uns kodifiziert im Grundrechtekatalog des Grundgesetzes. Und jeden Tag aufs Neue muss gefragt werden, ob die gegenwärtigen Einschränkungen von Freiheitsrechten, die Eingriffe in Grundrechte, ob diese verhältnismäßig sind. Und alleine durch diese Sachdebatte ergibt sich das Profil einer Bürgerrechtspartei. Denn wenn man sich sachlich mit dieser oder jener Freiheitseinschränkung beschäftigt, ist evident, dass die wissenschaftliche Wirksamkeit mindestens umstritten ist und hinterfragt werden sollte. Wenn Sie jetzt sagen, das wird hinterfragt, dann muss ich natürlich auch hinterfragen, wenn Sie jetzt mitbekommen, dass die Gaststätten zu sind, dass die Hotels eingeschränkt sind, was die touristischen Übernachtungen betrifft. Ich will jetzt nicht alte Steuergeschenke von der FDP an die Hoteliers ausgraben, aber letztlich trifft das doch im Kern Ihre Stammklientel. Wie geht man damit um, dass man auf der einen Seite wahrscheinlich in der Pflicht steht, im Bund etwas zu kritisieren, was Sie als Partei ja auch in der Landesregierung von Armin Laschet letztlich auch mittragen müssen? Hier sind mehrere Komponenten in Ihrer Frage. Deshalb muss ich auf alle Einzelaspekte, die ja Feststellungscharakter haben, auch eingehen. Erstens, unser sogenanntes Klientel sind Menschen, die verbunden sind durch eine Lebenseinstellung. Die Haltung zum Leben macht einen zum FDP-Wähler, nicht das Einkommen oder die Branche. Ich könnte das demoskopisch bzw. wählersoziologisch noch hinterlegen. Der typische FDP-Wähler ist kein Hotelier, sondern ist eher ein Mensch mit höherer gewerblicher Ausbildung und lebt im ländlichen Raum, ist aber abhängig beschäftigt und hat ein geringeres Einkommen als etwa der Wähler der Grünen, der tendenziell akademisch gebildet im öffentlichen Sektor arbeitet, wäre. Zweiter Aspekt Ihrer Frage war die angebliche Zustimmung unserer FDP-Regierungsbeteiligung in Ländern. Das ist tatsächlich nicht so. In den Landeskabinetten hat die FDP sich gegen verschiedene Maßnahmen gewandt. In Schleswig-Holstein beispielsweise gegen die Schließung von Gastronomie und Hotellerie, weil die Inzidenzzahl dort gering ist, nur bei knapp über 50, bald unter 50. Wir haben uns dagegen gewehrt. Es gab sogar Kabinettsbeschlüsse. Auch die CDU hat sich also gegen einen Lockdown, wie er jetzt gekommen ist, gewährt. Aber die Kanzlerin hat Druck ausgeübt mit unterschiedlichen Instrumenten. Die Ministerpräsidenten haben sich gebeugt und sind mit ihrer Richtlinienkompetenz zurück in die Länderkabinette gekommen. Das heißt, wir haben es dort nicht politisch gebilligt, aber wir nehmen es hin in den Ländern. Wir nehmen es hin, weil der Bruch von Regierungskoalitionen in der jetzigen Situation unverhältnismäßig wäre, staatspolitisch auch nicht verantwortbar wäre, zumal ja politisch die Prägekraft im Kanzleramt liegt und nicht in den einzelnen Länderkabinetten. Jetzt haben Sie ja die Mitsprache des Parlaments gefordert, also des Deutschen Bundestages. Das wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein Hilferuf. Hallo, wir sind auch noch da. Nein, das ist einfach unsere Verfassungsordnung. In Grundrechte eingegriffen werden darf nur auf einer Rechtsgrundlage eines Parlamentsgesetzes und das muss noch weiteren zusätzlichen Anforderungen genügen, etwa der Bestimmtheitsgrundsatz, also dass nicht eine Art Blankoscheck ausgestellt wird für eine Verwaltung in einem Parlamentsgesetz. Und aus diesem Grund, weil wir uns innerhalb unserer Verfassungsordnung bewegen und Rechtssicherheit auch für staatliche Maßnahmen wünschen, pochen wir auf einen Parlamentsvorbehalt beziehungsweise eine geeignete rechtliche Grundlage. Letzte Frage von mir, bevor ich an die Studierenden übergebe. Die Medien haben ja in den letzten Tagen immer wieder schon Vorboten gezeigt oder veröffentlicht auf das, was uns am nächsten Montag beim Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten erwarten könnte. Rechnen Sie selber, auch aufgrund Ihrer Insiderkenntnisse, die Sie an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit haben werden, rechnen Sie da mit einer knallharten Verschärfung des Lockdowns beziehungsweise auch der Advents- und Weihnachtszeit?
Das ist gegenwärtig umstritten. Also meine tatsächlich vorhandenen Einblicke in die aktuellen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern auf der Ebene der Staatskanzleien bzw. der Fachministerkonferenzen zeigen ein vollkommen uneinheitliches Bild, weil ja auch die Infektionslage unterschiedlich ist. Ich erwähnte gerade Schleswig-Holstein, das sich deutlich unterscheidet von Bayern. Auch die politische Herangehensweise ist unterschiedlich. Da wird also gegenwärtig hart gestritten. Sagen kann man, dass Frau Merkel und Herr Braun und Herr Söder eher zu noch weiteren restriktiven Maßnahmen neigen. In Klammern, da wird über die Schule gesprochen. Während andere, unter anderem die von uns mitregierten Länder, aber auch ostdeutsche Länder, eher eine Modifikation in dem Sinne, wie wir sie auch vorgeschlagen haben, in Erwägung ziehen. Also besonders vulnerable Gruppen besonders schützen, Abstandsgebote, Kontaktbeschränkung bei allen anderen. Im Übrigen aber dort, wo möglich Hygienekonzepte einzuführen ist, dort sollte auch wieder kulturelles, öffentliches, wirtschaftliches Leben stattfinden können. Herr Lindner, wenn ich Ihre Antwort richtig verstanden habe, dann haben Sie jetzt die Position der anderen beschrieben. Sie haben die Hoffnung der FDP beschrieben. Sie haben aber nicht die Frage beantwortet, ob Sie persönlich mit einem härteren Lockdown rechnen ab nächsten Montag. Wie gesagt, da wird gerade gestritten zwischen Bund und Ländern. Und da wage ich keine Prognose in dem Sinne, dass ich mit etwas rechne. Deshalb nicht, weil die Frontlinien, wenn ich das so sagen darf, gegenwärtig zu unübersichtlich sind und es offen ist, ob es Frau Merkel noch einmal gelingt, unter Nutzung von Finanzmitteln, die sogenannten Novemberhilfen, die Länder auf Kurs zu bringen. Beim letzten Mal, Anfang November, hat sie ja nur dadurch Disziplin erreicht, dass sie gesagt hat, es wird Novemberhilfen für die Wirtschaft geben, aber nur in den Ländern, die sich in die gemeinsame Linie des Bundes fügen. Man kann also sagen, sie hat sich die Zustimmung einzelner Länder durch Finanzmittel erkauft. Christian Lindner, an dieser Stelle vielen Dank. Wir gehen in die Runde mit den Studierenden und die erste Frage kommt von Jana Gierse. Frau Gierse, bitte. Ich starte dann mal. Also wir als Studenten der Hochschule Osnabrück haben uns sehr bewusst für ein Präsenzstudium entschieden. Aber aufgrund der aktuellen Lage studieren wir ja alle zurzeit im Fernuni-Format. Es wird zwar alles dafür getan, Bildung zu gewährleisten, aber die Schulen haben auch, aber die Universitäten und Hochschulen sind weiterhin geschlossen. Warum gibt es da keine entsprechenden Konzepte, die die Präsenzlehre ermöglichen, wie es bei Schulen der Fall ist? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich hielte das für empfehlenswert und ich glaube, dass auch in vielen Hochschulen die Möglichkeiten, die räumlichen Möglichkeiten bestehen, zum Beispiel Abstand zu gewährleisten. Und Ihre Analogie mit der Schule ist absolut treffend. Was dort möglich ist, sollte unter modifizierten Bedingungen auch an der Hochschule möglich sein. Die Vorlesung, wie ich sie gekannt habe, man sitzt eng nebeneinander in einem großen Raum, stickige Luft. Ich glaube, da ist uns klar, das läuft gegenwärtig nicht. Aber Proseminare, Tutorien, die in größeren Raum mit Abständen organisiert werden könnten, die müssten eigentlich in der Lehre wieder angeboten werden. Vielen Dank, Herr Lindner. Nächste Frage kommt von Wiebke Plagemann. Ja, lassen Sie uns einmal thematisch bei der Corona-Pandemie bleiben. Der US-Republikaner Dan Patrick hat gegenüber Fox News in Bezug auf Corona gesagt, er wäre bereit, sein eigenes Leben für die Wirtschaft zu opfern. Müssen wir wirklich irgendwann diese Entscheidung treffen, Menschenleben zugunsten der wirtschaftlichen Stabilität zu opfern? Nein, eine solche Abwägung wäre übrigens auch ein Eingriff in die Menschenwürde. Und das ist der Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Tatsächlich halte ich auch diese Konfliktstellung Wirtschaft oder Gesundheit für falsch. Beide hängen unmittelbar miteinander zusammen. Auch die wirtschaftliche Entwicklung hat eine Gesundheitskomponente. Wenn er nicht dauerhaft Angst haben muss, seine Existenz zu verlieren, seinen Arbeitsplatz, die Einkommensquelle für die Familie zu verlieren, er nimmt ja auch Schaden an der Seele. Am Ende führt auch das zu Erkrankungen. Deshalb muss die Aufgabe einer Risikostrategie sein, den bestmöglichen Gesundheitsschutz mit der größtmöglichen Freiheit des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens zu verbinden. Und ich warne davor, das eine gegen das andere auszuspielen. Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Alexander Nee.
Ja, ein Satz, der Ihnen seit Jahren nachhängt, lautet: lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. Eine Steilvorlage für Satiriker und sogar der Begriff Lindner ist dadurch entstanden. Jetzt sind Sie sozusagen ein Gattungsbegriff geworden. Wie sehr nagt das an Ihnen? Ich betrachte das als eine Investition in Glaubwürdigkeit, weil es so viele Parteien gibt, die sich nach der Wahl nicht mehr an das erinnern, was sie ihren Wählerinnen und Wählern vor der Wahl an Zusagen gemacht haben. Jahrzehntelang wurde das insbesondere der FDP vorgeworfen. Uns ging es nur um Dienstwagen und Pensionen. Darum geht es nicht. Es geht um Überzeugungen. Und um das mal konkret zu machen, dass ich auf 4 Jahre Minister verzichtet habe, macht für mich persönlich aus, dass ich auf 4.500 Euro Pension im Monat verzichtet habe. Die stehen eigentlich nach 4 Jahren Minister zu. Und ich finde, das ist ein hoher persönlicher Preis. Einfach nur, weil es für mich um Grundüberzeugungen geht und um Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit in der Politik. Nachfrage von meiner Seite, das heißt, Ihre Glaubwürdigkeit ist 4.500 Euro wert? Nein, ich glaube, die Schlussfolgerung trifft so nicht zu, aber es ist ein hoher persönlicher Preis. Es wird ja vorgeworfen, ja, man habe irgendwie sich gedrückt. Wovor soll man sich drücken? Hier ging es um Grundüberzeugungen. Und ich nehme gerne die Schelte entgegen. Im Übrigen betrachte ich das sogar als eine Stärke. Im nächsten Wahlkampf werden Sie bei jeder Veranstaltung von mir hören, dass ich sage, und wieder werden wir nur dann regieren, wenn es eine faire Zusammenarbeit gibt und wenn auch wir einen Teil unseres Programms umsetzen können. Sonst bräuchte es uns ja nicht. Die nächste Frage kommt von Max Hengesbach. Herr Lindner, von Ihnen nochmal zurück zur Corona-Pandemie selber. Die Kommunikation dieses Jahr zwischen Wissenschaft und Politik ist deutlich mehr geworden, ist deutlich verstärkt. Glauben Sie, dass in Zukunft die Meinung von Wissenschaftlern mehr Gewicht bei politischen Entscheidungen haben wird und dass die dann auch öffentlich kommuniziert werden muss, dieses Mehrgewicht? Das ist eine deshalb ganz schwierige Frage, weil es ein Problem bei der aktuellen Verbindung von Politik und Wissenschaft gibt, dass nämlich bestimmte Experten eine größere Prägekraft auf politische Entscheidungen haben als andere. Weshalb beispielsweise ja Bündnis 90 Die Grünen und wir die Einrichtung eines Pandemierats fordern, nach dem Modell etwa des Sachverständigenrats zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Damit unterschiedliche, ich nenne es mal, Fraktionen innerhalb der Fachdisziplinen der Virologie oder Epidemiologie auch tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen, ein gemeinsames Gutachten, das dessen, was Stand der Forschung ist, vorlegen und die Politik dann Rückschlüsse zieht. Tatsächlich ist es so, dass gegenwärtig man bisweilen den Eindruck hat, dass die Regierungen sich die Wissenschaftler aussuchen, deren Meinung am ehesten geteilt wird. Also Herr Drosten, zufällig am Standort Berlin, starke Prägekraft auf die Bundesregierung. Herr Streeck, Standort Bonn, starker Einfluss auf die nordrhein-westfälische Landesregierung. Ich wünschte mir, Drosten, Streeck, Schmidt-Kanner, wie sie heißen, kämen zusammen und würden die gemeinsame Auffassung, da gibt es immer noch Unterschiede, Minderheitenvoten, aber die gemeinsame Auffassung, was ist Stand der Forschung, gegenüber der Regierung vertreten. Also insofern ist die Frage schwer zu beantworten, weil meine Wahrnehmung, die Wissenschaft hat mehr zu sagen, ist etwas getrübt, um es diplomatisch auszudrücken. Dankeschön. Luca Bartelmann mit der nächsten Frage. Genau, Herr Lindner, jeder Mensch macht in seiner beruflichen Laufbahn Fehler. Auch Sie können sich dem sicherlich nicht entnehmen. Mich interessiert deswegen, was Sie als Ihren größten Fehler in Ihrer politischen Laufbahn bezeichnen. Den größten Fehler in meiner gesamten Laufbahn? Oha. Der größte Fehler in meiner gesamten Laufbahn. Sie müssen jetzt nicht alle nennen, Herr Liebner. Es reicht, wenn Sie den größten nehmen. Ja, der größte ist eine Überlegung. Ich glaube, 2002 bei der Auseinandersetzung um den damaligen Fraktionsvorsitzenden Jürgen Möllemann würde ich aus heutiger Sicht mit mehr Reife, Überblick und so weiter, würde ich früher auch öffentlich zu einer harten Distanzierung kommen. Ich habe damals zu denen gehört, die
die sich zwar kritisch geäußert haben, aber so eine Restloyalität behalten haben. Und ich glaube, das würde ich heute nicht mehr so machen. Das hätte auch den Trennungsprozess von Herrn Möllemann seinerzeit noch weiter beschleunigt. Florentina Berisha mit der nächsten Frage. Ja, Herr Lindner, bereiten Ihnen die derzeitigen Umfragewerte der FDP, die in etwa bei 5-7% liegen, Sorgen für die Zukunft Ihrer Partei? Nein, keine. Wir haben 4 Monate vor der letzten Bundestagswahl bei 5% gelegen und dann wurden es bekanntlich 10,7. Jetzt liegen wir mit einer steigenden Aufwärtsdynamik bei 6,7, 7,5 teilweise. Das ist deutlich höheres Niveau als beim letzten Mal. Und deshalb ist das eher Anlass für Optimismus und eine besondere Motivation. Man muss wissen, dass aus vielerlei Gründen, ich soll ja die 80 Sekunden einhalten, aus vielerlei Gründen die Awareness auch überhaupt für die politische Wahloption FDP erst mit zunehmender Nähe zum Wahltag steigt, sodass wir keine Umfragen, sondern Wahlgewinner traditionell sind. Bei anderen Parteien ist es andersrum, da wollte ich nicht tauschen. Herr Lindner, wenn es Ihre Zeit erlaubt, wir haben noch 2 weitere Fragen. Die nächste Frage, Die nächste Frage kommt von Jana Gierse wieder. Herr Lindner, wie überzeugen Sie eine junge Person, die für Fridays for Futures auf die Straße geht, die FDP zu wählen, nachdem Sie öffentlich gesagt haben, man sollte den Klimaschutz den Profis überlassen? Gerade eben war eine Frage, ob nicht Wissenschaft eine stärkere Rolle spielen sollte. Und das ist auch meine Meinung. Ich traue mir nicht zu entscheiden, ob der batterieelektrische Antrieb, der Wasserstoffantrieb, synthetischer Kraftstoff, was davon die klimafreundlichste Technologie ist. Das traue ich mir als 41 Jahre alter Politikwissenschaftler nicht zu. Ich traue es aber auch einem 16-jährigen Schüler nicht zu. Ich traue es übrigens auch Frau Göring-Eckardt als studierter Theologin nicht zu. Ich traue es auch einem Ökonomen, der in einer Redaktion der Wirtschaftswoche arbeitet, nicht zu. Ich glaube, das sind Entscheidungen, die nur im marktwirtschaftlichen Ideenwettbewerb von Menschen mit ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen oder der Bereitschaft, eigenes Geld zu investieren, getroffen werden sollten. Entscheidend ist nur, dass die Klimaziele erreicht werden. Und da gibt es Vorschläge, ich nenne das mal CO2-Limit in einem Handelssystem. Es gibt Vorschläge, wie man das sicherstellen kann, dass die CO2-Zielwerte erreicht werden. Aber der Weg dahin, das ist eine Sache, die wir dem Ideenwettbewerb überlassen. Das macht es nämlich günstiger und wirksamer zugleich. Nachfrage von mir, Herr Lindner, wenn ich aber jetzt Ihrer Argumentation folge, dann müssten Sie ja für sich als Parteivorsitzender auch eine ganze Reihe von Themen grundsätzlich ausklammern, weil Sie da nicht die entsprechende Ausbildung für haben. Sie müssen sich da auch zu allem äußern. Das mache ich nicht. Wir sind ja eine liberale Partei, weshalb es uns darum geht, einen Ordnungsrahmen zu bilden. Und innerhalb dieses Ordnungsrahmens wollen wir dann schon, dass Menschen eigenverantwortliche Entscheidungen treffen. Das ist ja der Gedanke des Profi, der Profi-Metapher seinerzeit gewesen. Es gibt eben Menschen, die können über Antriebskonzepte entscheiden. Und das mache ich als Politiker nicht. Ich würde mich nicht äußern, was ist der beste Antrieb. Ich äußere mich nur zu einem Ordnungssystem, in dem die Antriebe ausgewählt werden, die besonders klimafreundlich sind. Dankeschön, Herr Lindner. Und die letzte Frage haben wir ebenfalls nochmal von Jana Gierse. Ah ja. Um nochmal thematisch zur Corona-Situation zurückzukommen. Und zwar würde ich gerne wissen, was Ihrer Meinung nach fehlt, neben der Corona-Warn-App, die Corona-Situation mit digitalen Hilfsmitteln in den Griff zu bekommen. Die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das ist unverändert schauderhaft. Es wird mit Papier gearbeitet, teilweise mit Fax. Das haben wir auch schon mal erlebt, auch bei der Flüchtlingskrise seinerzeit, haben die Behörden sich ausgetauscht auf der Ebene von Fax und improvisierten Excel-Tabellen. Da funktioniert dann am Ende nichts und da müssen wir hin. Dankeschön, Herr Lindner. An dieser Stelle, wir sind mit der Zeit, denke ich, gut zurechtgekommen. Ich denke aber auch, dass die 90 Sekunden Ihnen nicht wesentlich geschadet haben. Ich gebe Ihnen weitere 90 Sekunden für das, was Sie jetzt sozusagen unseren Studierenden noch mitgeben möchten. Bleiben Sie inhaltlich unabhängig. Auch innerhalb einer Redaktion muss es Meinungspluralität geben. Ich glaube, das ist das Beste, was man tun kann, nicht nur um journalistisch erfolgreich zu sein, sondern auch die Demokratie zu beleben, Raum zu geben, auch
für abweichende Meinungen von einem Mainstream auch in einer Redaktion. Vielen Dank, Herr Lindner, auch im Namen der Studierenden, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Und gerne. Schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Sie auch, jederzeit wieder, wenn Sie mich brauchen. Sie wissen, wo Sie mich finden. Tschüss.